Das heißt, ja, seit Entdeckung, ja, gut. Ich habe jetzt dann nochmal die Aufnahme neu gestartet, weil ja, ich mache ja mal so 15 Minuten und so. Das heißt, wir haben jetzt noch kurz Zeit, also eine Viertelstunde Zeit, dass wir kurz in den Multiplayer reinschauen oder Überlebensmodus. Gucken wir mal, was hier abgeht. Ich wollte eigentlich. Das sieht mal komplett gleich aus wie anscheinend 4, aber egal. Ich wollte eigentlich jetzt beenden, aber ich wusste nicht, dass die Aufnahme schon vorbei ist und deswegen, ja. Mach ich halt nochmal. Das sieht irgendwie komplett. Das sieht mal komplett gleich aus wie anscheinend 4. Really? Können die Leute da was. Können die Leute was dann. So zwei Typen sind, oder zwei Leute halt. Einer hat The Lost Legacy und einer hat anscheinend 4. Können die dann auch online hier spielen, weil das irgendwie das vom Online-Modus das gleiche Spiel ist, oder was? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Oder, weil das ist komplett alles gleich. Wenn jetzt das Menü auch komplett gleich ist, dann. What the fuck? Aber ich hab so ein Gefühl, dass das alles gleich ist. Sind meine Waffen auch alle hier? Also meine Klasse, was ich erstellt habe? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Mach hin! Das Kind hat gedauert 100 Jahre. So. Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. Ja, die typische Musik und Schattenmäßig, ja. Nee, das ist doch nicht. Das. Oder? Warte mal. Doch! Das ist mein Ding, nur halt benutzt steht hier. Aber es ist meine Waffenklasse. Sehe, da, doch, das sind genau die, was ich erstellt habe. Aha. Das haben die doch das übernommen. Mhm. Nur halt nicht den Namen, okay. Gut, und die Kollegen sehen auch alle gleich aus. Aha. Asaf. Aber das ist echt zu lustig. Bei Schurken gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Schurken. 12 Schurken. Und hier 5, 8 Helden. Das ist doch krank. Alter. Und ja, eigentlich könnte man sich darüber streiten, dass theoretisch Nadine eigentlich jetzt bei den Helden sein könnte in dem Teil. In dem Teil bei den Helden und halt beim vierten Teil bei den Schurken könnte man sich streiten, aber na gut. Da, die Knot. In welchem Teil, wo war der jemals dabei? Orca, klar. Das war der Vorendgegner, whatever. Aber der, I don't know. Na gut, da kommt sicher noch, ein Teil kommt sicher noch von der Uncharted, wette ich. Da wette ich, was ist mit dem? Wer ist das? Gut, ja, aber ich werde jetzt kein Online-Match machen. Ich werde einfach jetzt, was werde ich jetzt machen? Ich gehe nochmal zurück. Warte mal, Überlebensmodus, das ist auch wahrscheinlich komplett gleich, oder? Also nicht, Arena überleben? Hä? Spielen Sie 10 Angriffe auf einer zufälligen Stufe mit zufälligen Zielen und Runden. Wählen Sie eine Überleben-Level und beginnen zu spielen. Bitte, was? Match finden, Match, Spiel starten. Achso, ja, kann ich das jetzt auch kurz allein machen, weil ich habe jetzt keinen Bock hier, dass ich jetzt hier und auf irgendjemand warte. Okay, ich habe mich schon geschalten, passt. Okay. Oh ne, jetzt labe ich hier irgendeinen Typen voll, ich habe stumm geschalten, alle. Alle stumm, hallo, du bist stumm. Er ist nicht stumm. Alle stumm aufhören, ich merk's. Oh ne. Ja, okay. Dann machen wir eine Runde. Mit, was weiß ich. Der Chor geht mir jetzt auf den Keks, was hat der für eine Scheiße hier? Oh Gott. Hat der Musik, ich glaube, der hat Musik im Hintergrund. Kein Plan, ob ihr das hört oder so, aber ich höre es auf jeden Fall. Mach hin, so, was muss ich jetzt überhaupt hier machen? Das ist jetzt Überleben mit drei Leuten, oder was? Auf zur nächsten Phase des Plans. Belagerung. Hä? Ich meine, als ob euch eine kleine Belagerung bevorstünde. Haltet diesen Bereich sicher. Ja, die Feinde sind jetzt aber NPCs, oder? Keine Menschen. Nee? Nee, das sind NPCs, okay. Alter, mein Ziel ist auch wieder Hammer des Todes, ey. Eldorado ist ernsthaft?
Was? Korv? Oh Gott. Was ein kleines Kind. Oh mein Gott. Na, ganz toll. Komm schon. Mach hin. So, Korv, du gehst doch mal drauf. Ich schwör's dir. Was ist mit euch los? Die sind so scheiße, alle. Wow. Mit den Typen kann man nicht spielen, das ist mir schon mal klar jetzt. Die sind zu scheiße. Oh Gott, get the fuck out of here. Koro kennt sich auch nur. Ne. Get the fuck out of here, ernsthaft. Verpiss dich, ne. Okay. Ich wusste ja nicht, was ich machen soll und so, okay. Das werden wir vielleicht noch irgendwann anders machen, aber nicht jetzt hier in der Aufnahme, weil das ist ja eigentlich ein komplettes Let's Play nur gewesen und das Online-Ding war jetzt nur so am Rande. Und ja, komm, tschüss. Alles klar. Da würde ich jetzt sagen, das Video ist verdammt kurz. Ich weiß, dass es verdammt kurz ist, weil es ja auch noch so ein Randvideo jetzt war für den Abschluss. Und ja. Also, ich werde auf jeden Fall noch aber Multiplayer machen. Ich weiß nicht genau, ob ich von dem machen werde oder von Uncharted 4. Multiplayer bei Multiplayer 4 sagt mir ein bisschen mehr, obwohl es irgendwie das gleiche ist, aber ihr wisst, was ich meine, das ist irgendwie trotzdem ein kleiner Unterschied. Gut, da würde ich jetzt sagen, wir hören uns beim nächsten Let's Play, wahrscheinlich von Uncharted 3, weil das ist ja auch hier parallel. Und ja, also, Vega sagt, ciao.